Ich möchte mich bei Geser bedanken. Er hatte mir ein Survival-Angel-Set geschenkt. Und zu dem Anlass mache ich heute mir hier Reis. Ist gleich fertig. Fast alle Flüssigkeit ist rausgekocht. Und Fisch. So. Und Dose ist aufgemacht. Und zwar ist das der Fisch in Sonnenblumenöl. Wichtig ist, dass es der ölige ist. Ich sauge ein bisschen von der Seite auf, dann drehe ich es um und lasse es von der anderen Seite auch ein bisschen aufsaugen. So, das wird jetzt gleich mein Docht. Da mache ich mir sozusagen einen zweiflammigen Herd hier. Jetzt muss ich irgendwo ein bisschen Flamme haben. Ihr kennt das ja schon. Auf die Art und Weise kann man sich also hier einen zweiflammigen Herd unterwegs machen. Ich muss das Seite dann nochmal umrühren. Brennt mir das wirklich noch zum Schluss unten an. Leckerer Basmati-Reis und gleich gibt es gegrillten Fisch dazu. Ich melde mich wieder, wenn es soweit ist. Man hört deutlich, wie hier das Öl unter dem Docht brutzelt. Und hier brutzelt es auch noch zum Schluss, aber der ist gleich fertig. Ich lege jetzt auch nicht mehr nach, da wird es einfach warm gehalten. So, ich muss einfach hier warm halten, Glut noch. Ein Buntspecht. Sieht man ihn dort oben? Da war er. Gut. Geser, vielen Dank für dein Geschenk also nochmal. Und ich kann kaum erwarten, dass Thunfisch fertig ist, denn hab Hunger. Und so hört sich der fast fertige Thunfisch an, wenn er in den letzten Zügen liegt. Oh, das riecht gut. Und da kann man den jetzt schon abheben. Das mache ich auch mal. So, da sieht man es. Geröstet, blubbernd. So. Das kommt jetzt hier auf meinen Reis. Die Dose ist heiß, die würde ich jetzt nicht mit bloßen Fingern anfassen, vielleicht mit der Methode von Sepp Waldhandwerk mit dem Zweig umwunden. So. Also dann, guten Appetit. Ist das fein lecker. Yum, 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 yum.
dazu ein bisschen Mohr rüber. Mohrrübe hat in Verbindung mit Öl die beste Vitamin A-Ausbeute. Und das braucht ein Student. Bei dem vielen Stoff, das wir lesen müssen und erarbeiten müssen. Also, zum Schluss kommen noch ein paar Clips von der Angel. Und dann verabschiede ich mich jetzt von euch.